Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 2. Beim letzten Mal haben wir ein komplettes Planetensystem ausgelöscht. Wir haben noch ein paar... sag schon. Nachrichten liegen lassen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Hä, keine Nachrichten? Hier sind drei Ungelesene. So, ich habe schon wieder zu schnell getrunken. Einen Moment. Okay, neue Nachrichten. Daten des Agenten abgelegt. Von Edi. Ich habe mit der Dechiffrierung der Daten begonnen, die Sie von der Eclipse-Basis auf Lorik mitgebracht haben. Erste Resultate zeigen, dass es dabei um illegale Geschäfte geht, in die Cerberus in den letzten 5 Jahren verwickelt war. Sollte das bekannt werden, wird es für Cerberus mit Sicherheit schwierig, weiterhin offen in der Galaxie zu operieren. Die vollständige Dechiffrierung würde ein Jahr oder sogar länger dauern. Okay, wir haben jetzt Zeit. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Von Admiral Daruchen Vasmore. Shepard was Normandy. Ich durchstöbere gerade die Alarai und wollte Sie wissen lassen, dass ich einiges über die Experimente von Ray Zora gefunden habe. Hätten Sie das alles mit mir geteilt, hätte vermutlich auch die Menschheit davon profitiert. Stattdessen werden Sie und Ihr Volk nun nach Abschluss meiner Experimente nur aus der Entfernung dabei zusehen können, wie Quarianer nicht nur ihre Heimatwelt zurückerobern, sondern auch die größte synthetische Armee der Galaxie übernehmen. Rael Zoras Tod war nicht vergeblich. Ich werde sein Werk zu Ende führen. Herzlichst Admiral Daruchen Vasmore. Dank von meiner Tochter, von Diana. Commander Shepard, Arya Talorik hat mir diese Adresse gegeben. Ich bin Diana, Nevs Mutter. Wir haben anlässlich ihrer Ermittlungen über ihren Tod miteinander gesprochen. Arya hat mir auch erzählt, dass eine tote Azari in einem der Apartments der Reichen gefunden wurde und dass sie die Mörderin meiner Tochter war. Danke. Ich weiß nicht, wer sie in mein Leben gebracht hat, aber sie haben meine Tochter gerecht. Danke. Mein Neffe hatte etwas Besseres verdient. Ich konnte ihr das nicht geben, aber zumindest haben sie das Miststück erledigt, das ihr das weniger auch noch genommen hat. In Dankbarkeit, Diana. So, und jetzt haben wir nichts mehr hier. Also gehen wir in die Galaxiekarte. Was wäre der nächste Auftrag? Wait, gibt Edi hier den doofen Kommentar? Ne, schade. Ah, ist sowieso abgebaut. Da wird sie wahrscheinlich sowieso nichts mehr sagen. So, okay, Tagebuch. Aufträge. Okay, ich muss nach Omega und nach Ilium. Gut, dann ins Massenportal. Dann gehen wir in der Reihenfolge erst nach Omega und dann nach Ilium. Omega. Oh Gott, ey, ich krieg Schluck auf, ne? Das ist echt unangenehm. Omega. Und andocken. Omega sieht schon cool aus irgendwo. Ja, und nach den zwei Aufträgen können wir auch endlich mal mit der Main Story weitermachen. Oh Wunder, es geht auch tatsächlich mal mit der Main Story weiter. Das fällt mir gerade ein, habe ich noch genug Minecraft-Folgen? Müsste eigentlich auch langsam auslaufen. Scheiße. So, auf Omega nehmen wir mit Samara und Tali annehmen. Drei Gruppenpunkte. Das Ruptor-Munition. Nee, hier. Inferno-Granate. Die hat nur einen. Die hat nur einen. Beenden. Wie genau war der Auftrag nochmal? Geschäftsmann namens Ish möchte das Pakethäfchen abgeholt werden. Gut, ich muss zur Zitadel und nach Ilium. Ich hätte echt vorher nochmal schauen sollen.
Aber nach Ilium muss ich, glaube ich, sowieso. Also gehe ich da zuerst hin. Mir fallen so viele Wimpern aus. Und dann hängen sie in meinem Auge. So. Jetzt kann ich wieder sehen. Ach, ich bin immer noch so scheiße müde. Okay, ich gucke jetzt erstmal ins Tagebuch, was ich auf Ilium machen muss. Es hat... Okay. Also erstmal nach Ilium. Hui. Ilium. Schmalgrenze. Ich muss zum Friseur. Ilium da. Ach, da habe ich den Planeten noch nicht gescannt. Was mir da passiert. Weil das war ja die Zeit, als ich noch jeden Furzener Galaxis gescannt habe. Ich weiß, die guten alten Zeiten. Bei Assassin's Creed waren es früher die Aussichtspunkte, hier sind es die Planeten. Gut, hier nehmen wir auch Samara mit und Miranda. Ich glaube, mit Samara und Miranda könnte es interessant werden. So, beenden und weiter geht's. Tagebuch. Also. Irgendein Asari sucht danach, okay. Und Eternity auf Ilium. Und dann irgendein Asari ansprechen, ob ihr ein Medaillon fährt. Harte Verhöre erwarten Mitglieder der Söldnertruppe Eclipse nach einem Vorfall mit Gewaltanwendung in einem von der Gruppe kontrollierten Lagerhaus. Entschuldigung. Ich plage mich gerade mit den verdammten Reisebüros auf Ilium herum. Habt ihr gerade ihren Arm gesehen? Sollten sie ihnen dabei helfen, dieses Medaillon zu finden? Oh, Steven. Danke. Vielen Dank. Meine Tochter war noch klein, als er starb. Das ist ihr einziges Andenken an ihn. Bitte, nehmen Sie das. Es ist viel weniger, als ich den Bürokraten hätte zahlen müssen, um eine Suche zu veranlassen. Na, dann hätte ich lieber das, was sie dem Bürokraten gegeben hätte. 500 Credits. Und dafür bin ich hier durch die Galaxis gereist? Weißt du, der Treibstoff war teurer. Wo geht's nochmal zum Eternity? Nein. Ja. Eternity. Ja, wenn man lesen kann, ne? Wait. Ist gekauft. Haben Sie nichts Schickeres? Okay. Weißt du, hier selbst vor der Kneipe sind Börsenkurse. Ups, Tür. So, bei den Türen auf Ilium immer vorsichtig sein, ne? Nicht, dass man auf einmal einen Crash hat. So. Junggesellenabschied. Ich verstehe das nicht. Menschen feiern Eheverträge, indem sie sich der Versuchung der Untreue aussetzen. Das ergibt keinen Sinn. Beruhigen Sie sich, Mann. Blamieren Sie mich bitte nicht vor der Stripperin. Wie ist das bei Turianern? Gibt es da auch sowas? Ich bin nur wegen der Drinks hier. Okay, so ein IQ-Vertreter. Datenpad. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam an ein Video... Galana LeMay. Thema Transportrouten in die Terminus-Systeme. Keine Sorge, unser Kontakt ist ein ehrbarer Batterianer namens Anto. Anto, er ist einer von Aria Telorks Handlangern, aber wir schmieren ihn ordentlich und er wird für eine sichere Reise durch die Systeme sorgen. Solange Aria von all dem nichts mitkriegt, kann uns nichts passieren. Ah. Oh, das ist wirklich nett. Willkommen bei SynIQ. Willkommen bei Sin. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Okay. Und ich sage dir genau, Sklavenhändler. Schon okay. Ich überlege mir was. Sie haben gesagt, SynIQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie diese Quarianerin zu Ihrer Sklavin gemacht?
Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat und dass ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von Syn IQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Warum hat sich diese Quarianerin zur Sklavenarbeit verpflichtet? Börsenspekulationen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und dachte, ich könnte dadurch unbegrenzt Geld verdienen. Ich habe alles verloren. Mein Kreditrahmen wurde gesperrt. Also habe ich mir illegal was geliehen. Den Rest können Sie sich denken. Als Teil unserer Abmachung habe ich Ihre Schulden beglichen. In 5 Jahren kann sie ein neues Leben mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben anfangen. Klingt gut. Außer Sie verlieren Ihre Unterlagen oder finden einen Grund, sie länger festzuhalten. Alle Verträge werden von den Behörden auf Ilium überwacht. In einem Fall, wie Sie ihn skizzieren, läge die Beweislast bei mir. Kein System ist perfekt, aber es gibt Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten. Wenn Sklaverei legal ist, warum versuchen Sie dann, die Quarianerin zu verkaufen? Ich selbst halte keine Arbeitsverträge. Ich bin Vertragsmaklerin. Ich hatte gehofft, Syn IQ würde die Chance, einen fähigen VI-Tech zu kriegen, sofort nutzen. Aber sie haben mir nicht mal ein Angebot gemacht. Warum behalten Sie sie nicht, wenn sie technisch so gut ausgebildet ist? Die strikten Anforderungen bei Quarianern, was Gesundheit und Ernährung angeht, machen sie im Unterhalt sehr teuer. Ich mache bestenfalls einen minimalen Gewinn. Für häufige Anzugreparaturen und Reinräume fehlt mir das Geld. Was geschieht denn, wenn Syn IQ mich nicht nimmt? Es gibt immer eine Lösung. Ich werde mich um sie kümmern. Sklavenhandel ist also legal auf Ilium? Die Zwangsarbeit dauert eine vertraglich festgelegte Laufzeit. Oder bis bestimmte Voraussetzungen in beiderseitigem Einvernehmen erfüllt sind. Ilium muss sämtliche Verträge genehmigen. Es ist gesetzlich festgelegt, welche Einschränkungen und Strafmaßnahmen erlaubt sind und für welche Arbeiten ich sie einsetzen darf. Ich bin außerdem vor dem Gesetz für ihr Verhalten und ihre Gesundheit verantwortlich. Missbrauch ist streng verboten. Also so per se finde ich das jetzt nicht schlimm und nicht schlecht. Zumindest wenn es so alles stimmt, was sie da sagt, ne? Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit 3 Pferdefüßen. Erstens, Ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren 100.000 Credits. Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Ich rede mal mit dem Vertreter von Syn IQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Natürlich. Deswegen können wir mit dem Syn IQ Vertreter reden. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich... Moment. Reden Sie von der Sklavin? Syn IQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Es kommt mir so vor, als wäre Syn IQ um seinen Ruf besorgt. Die Anstellung der Quarianerin würde dabei sicher helfen. Der Kauf einer Sklavin nützt unserem Ruf? Wie kommen Sie denn darauf? Kaufen Sie den Vertrag, abzüglich der Gebühr für vorzeitige Freilassung, dann lassen Sie die Quarianerin frei, beschäftigen Sie weiter und finden als Abzahlung einen Teil Ihres Lohns. Interessant. Wir stehen gut da, weil wir eine Quarianerin eingestellt haben und wir können sagen, dass wir aus Nächstenliebe Sklaven befreien. Also gut, ich lasse einen Vertrag aufsetzen. Das Direktorium wird sich in die Hose machen, aber wir brauchen dringend gute Publicity. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Das wird sie doch hoffentlich. Jemanden überzeugen? Syn IQ hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Oh. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln.
Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Also ich meine, sie ist ja auch damit einverstanden, also von daher kann ich mich nicht beschweren. Gut, wir haben das Päckchen hier auf Ilium, wir haben das Paket von Ilium. Jetzt müssen wir ihn nur noch einmal zur Citadel, zu Marabs Geschäft. Und dann können wir auf Omega die Quest abgeben. Und dann gehen wir weiter. Boah, in der Story. Therese Technology. War ich hier vorne nicht auch nochmal irgendein Geschäft? Galaktische Nachrichten. Galaktische Nachrichten. Nee. Gut. Dann, ja, würde ich das schnell alles hier in der Folge machen. Jo. Raytracing für Arme. Wenn die Lichtstrahlen auf einmal aussehen wie eine Wand. Hallo Concierge. Tschüss Concierge. Ab zu Normandy. Und alles kann man mit der Leertaste machen. Weil hier muss man klicken. Ja, das mache ich jetzt alles in der Folge. Wir reisen schnell zur Citadel, holen das Päckchen von Marabs Geschäft und fliegen dann nach Omega. Dann kann ich auf der Citadel gleich mal gucken, ob ich noch mehr Geld ausgeben kann. Oh. Okay. Galaxiekarte. Dann auf zur Citadel. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Habe ich eigentlich noch Treibstoff? Ja, habe ich. Huiuiui, wir haben 7800 nur noch? Wir hatten doch mal richtig viel Geld. Hatten wir diese Sequenz schon mal? Das kommt mir nämlich nicht bekannt vor. Also ich höre den Ton, dass ich andocke, aber ich sehe ihn nicht. Ja, man sieht, dass Mass Effect 2 top programmiert ist. Keine Bugs aufweist oder so. Ja, es lädt. Ah, komm hier, Garrus, der war oft genug auf der Citadel. Beenden. Sah aus, als... Ich will wissen, wann das nächste Shuttle hier ankommt. Es sah aus, als wäre das, Oh, das tat weh. Als wäre das, die nächste... Warning. Dropped Objects. Okay. Als ob hier irgendwas Bedeutendes jetzt gleich los wäre. Wo ist denn Marabs Geschäft? Wait. War doch Marabs Geschäft, oder? Marabs Geschäft auf der Citadel. Boah, muss ich jetzt erstmal Marab finden, oder was? Scheiße.
Gut, dann renne ich jetzt erstmal die gesamte Citadel ab. Ach, sowas motiviert. Gebrauchtschiff, Händler, Koch, Avina. Da, ein Pet. Ah, ja. Subjekt Antebektal. Antebektal gehört zu der kriminellen Organisation von Arya Talorik, die oftmals als Piratenkönigin von Omega bezeichnet wird. Arias Gang schottet sich zwar größtenteils nach außen ab, aber Anto ist auch anderen Geschäften nicht abgeneigt. Ob wir das für unsere Zwecke ausnutzen können, ist im Moment noch unklar. Immerhin geht es dabei um Arya Talorik. Ich bin Commander Shepard. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ah, Schadensschutz, das wäre schön, aber 75.000. Ja gut, dann... Wait. Selbst auf der Citadel, dieser Bastion der Ordnung, gibt es dunkle Plätze. Die meisten Leute sehen sich Bezirke wie diesen hier lieber nicht genauer an. Ich hingegen suche solche Orte, weil sie ein steter Quell des Unrechts sind. Ich mag es immer, meinen Mitstreitern zu lauschen. Gut, ja, wir sind jetzt ein bisschen über 20 Minuten. Eventuell werde ich ein, zwei Ladezeiten rauscutten. Wir überziehen jetzt halt ein bisschen. Aber ich will jetzt das mit Omega abschließen, um dann in der nächsten Folge wirklich direkt wieder mit der Story einsteigen zu können, um die Hauptmission machen zu können und Nebenmissionen erstmal beiseite stellen zu können. In Mass Effect 2 ist es leider auch nötig, Nebenmissionen eigentlich direkt zu machen, weil das tatsächlich das Ende von Mass Effect 3 beeinflusst. Also das Ende von der Mass Effect Trilogie wird dadurch beeinflusst, wie wir die Nebenmissionen hier machen. Beziehungsweise auch das Ende von Mass Effect 2. Und deswegen... Ja, also deswegen aber auch aus anderen Gründen möchte ich die Nebenmission vorher abschließen. So, also schnell nach Omega. Nicht zu viel Zeit verlieren. So, nein, hier ist das Massenportal. Omega. Und ran an die Station hier. Andocken. So, da sind wir jetzt auf Omega und haben wieder Garrus und Samara dabei, wobei ich mich gerade frage, ob es so klug wäre, Samara mit nach Omega zu nehmen. Vor allem zu Arya ins Afterlife. Ja, ist ja, Samara tötet ja eigentlich die unrecht handelnden Personen. Ich habe bewusst nicht Menschen gesagt, weil sonst könnten sich verschiedene Rassentypen beleidigt fühlen. Anto? Du kannst mich nicht täuschen. Davon will jeder was haben. Ah, da vorne ist Anto. Glotz mich nicht so an. Was? Kennen Sie einen Salarianer namens Ish? Hab schon von ihm gehört. Wollte nur wissen, ob Sie ihn kennen. Danke. Gute Nacht. Wow. Ich liefere Ish aus. Können wir über Ish reden? Was ist mit ihm? Er sammelt Informationen über sie und hat vor, sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Ich habe keine Geheimnisse. Gar keine? Sehen Sie sich mal diese Daten an. Was? Woher haben Sie das? Das sind Geheiminformationen. Das könnte Arya schaden, oder nicht? Für mich könnte es übel ausgehen, aber nicht für Arya.
Dass einer ihrer Lieutenants darin verwickelt ist, zeigt doch ein großes Problem innerhalb ihrer Organisation auf. Was wollen Sie von mir? Räumen Sie Ihren eigenen Dreck weg und kümmern Sie sich um Ish. Dieser Salarianer ist ein toter Mann. Danke für die Warnung, Mitch. Ich habe das Richtige getan. Nö, Arya finde ich ganz sympathisch. Gut. Ja, damit haben wir die Aufträge hier abgeschlossen. Speichern. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das nächste Mal reisen wir dann zu der Hauptmission. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ach genau, das Reaper for fuck's sake beschaffen, genau. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch immer einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.